Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Battle for Vesnos. Auch hier gesagt, wie vorher bei Mass Effect, das ist eigentlich die gestrige Folge. Ich habe gestern leider nur Herr der Ringe online aufgenommen und nichts hochgeladen. Das heißt, heute sind es insgesamt 7 Folgen. Die gestrigen 3 Folgen und die heutigen 4 wegen Blacks Fazit. Und ja, ich hoffe, dass ich alle schaffe. Diese Battle for Westland Folge wird auch abgekürzt. Die geht nur 23 Minuten, weil wir beim letzten Mal überzogen haben. Ja, wir haben beim letzten Mal, haben wir geschafft, die Untoten zu vernichten, den Licht zu vernichten. In letzter Minute, wie so schön der Part hieß, weil im vorletzten Zug. Wir mussten uns entscheiden, welche Hilfe wir vom Helikom kriegen. Letztendlich haben wir uns entschieden dafür, dass er uns erstmal nicht hilft, aber dann in der Endschlacht mit vollen Kräften uns beisteht. Und wir sind jetzt in einem neuen Szenario, wo wir nach Robin Hood Art Patrouillen überfallen, die die königliche Armee verstärken sollen. Und ja, jetzt schauen wir mal, ob wir das schaffen. Weil schon die erste Gruppe sind nur nur schwere Infanteristen. Dann gibt's einen Stahlkoloss und 2 Schreckenskrieger. Also nicht ohne. Wir tun hier erstmal 2 einberufen. Einmal natürlich den tapferen Ordo, der beim letzten Mal den Licht getötet hat. Und einmal, ja, den Fallensteller hier, der ist relativ fit. So, Harper, du darfst hier gleich ein Dorf einnehmen. Weil wir holen uns hier oben natürlich die Dörfer dann. Das darf dann Harper machen, weil Harper kämpft wenig mit. Hier ist, glaube ich, die feindliche Festung, die der nicht erreichen darf. Gucken wir kurz in die Spielübersicht. Ach du Scheiße, Allianz Eschivir, 2 Stück. Einmal den Linois und noch einer. Du bist Linois, ne? Ja. Der andere ist bestimmt hier drin. Das ist ja toll. Weil diesmal sind wir nämlich alleine. Ja, könnt ihr denn gleich hier angreifen? Nein, könnt ihr nicht. Das heißt, ihr rückt nur vor. Und dann schauen wir mal, was die machen. Die werden wahrscheinlich direkt hier hinmarschieren wollen. Ja, die marschieren nur vorwärts. Wir müssen die aufhalten. Jetzt ist natürlich Nacht. Wir haben nachts einen Bonus. Die haben nachts einen Malus. Hier der Geächtete und der Wegelagerer. Wir können jetzt auch Geächtete rekrutieren übrigens. Harper, du nimmst gleich das nächste Dorf ein. Wie gesagt, Harper soll die hier ganz oben einnehmen, weil er kämpft hier nicht mit. So, und ihr greift hier gleich mal an der Nacht. Schleuder. Ein Hinterhalt. Haltet die Stellung. Ja, probiert doch die Stellung zu halten. Gleich mal 3 Treffer. Hoffentlich trifft der zweite genauso gut. Ja, das waren immerhin 2 Treffer und ihr dürft auch gleich vorrücken. Ja, wir sind nämlich Robin Hood. Wie ich schon beim letzten Mal sagte, Faramir-Style. Auch das Feuer hier ist sehr schön. Wir wissen ja, die sind im Nahkampf halt sehr gefährlich. Da müssen wir schauen, dass wir da möglichst wenig Schaden kriegen. Aber im Fernkampf können sich die dafür gar nicht wehren. So, Harper, du gehst dann gleich im nächsten Zug hier weiter. Schreckenskrieger angreifen mit der Schleuder. Ja, der erste ist fast tot. Da ist der erste tot. Wie gesagt, im Fernkampf könnte sie halt nicht werden. Ordo, zeig's ihm. Ja, Ordo hat einen getötet, sehr schön. Und du darfst auch gleich angreifen. Mit dem Bogen. Tja, ihr seid hier voll umzingelt, meine Lieben. Ihr habt überhaupt keine Chance. Ihr rückt vor. Das macht ja richtig Spaß. Und wir berufen ein. Ja, wir werden alle brauchen, wahrscheinlich. Den Wegelagerer Alec. Den geächteten Wobetenür. Und den will die Warum geben. Das sind die letzten mit Erfahrung, glaube ich. Ich glaube, alle anderen haben keine Erfahrung. Nein. Was haben wir hier denn noch? Wir haben hier noch einen Strolch. 4 Wegelager und einen Wilddieb. Was können wir denn jetzt rekrutieren? Also wir können auf jeden Fall Geächtete rekrutieren.
Kosten 28. Wir haben 27 Gold. Ja, ich tue jetzt noch in diesem Zug noch einen einberufen. Dann nehme ich jetzt den Wilddieb. Weil ich weiß schon, wir haben minus Gold, aber Harper nimmt ja die ganzen Dörfer ein. Ordo bleibt. Baldras bleibt. Nun, da haben wir den ersten Tod. Das war der Fallensteller. Aber unsere Gechtet machen hier einen sehr guten Job. Die haben bisher nicht wirklich viel Schaden bekommen und haben die ordentlich angegriffen. Ach verdammt, ja, jetzt ist morgens. Jetzt haben wir eine Schwäche. Am nächsten Morgen kehrte die Nachtpatrouille zum nahen Außenposten zurück. Sie waren überrascht, ihre Kameraden im Kampf mit der Bande von Banditen zu sehen, von der sie so viel gehört hatten. Ja, wir übrigens. Da ist der andere Gegner. Der Achafel Leibgardist. Männer zu den Waffen. Diese Bauerntrampe glauben, über dem Gesetz zu stehen. Wir werden es sie lehren, das Gesetz zu achten. Ja, probier's doch. Selber Bauerntrampe. Weißt du, mein Freund, bis du hier ankommst. Was hat er denn? Nur Nahkampf. 11 Scharen mit 4 Angriffen. Bis du hier ankommst, sind deine Freunde tot. Ich habe keine Angst vor dir. So, Harper, nächstes Dorf einnehmen. Und hier bilde ich jetzt erstmal nichts aus, weil wir haben Minus und haben ihn nur 2 Gold. Ihr greift weiter an hier, bitte. Bis der ankommt, sind seine Freunde hier tot. So viel kann ich ihm versprechen. Da ist nämlich wieder einer gefallen. Weil wir Bauerntrampel mögen es nicht, beleidigt zu werden. Und der Teteri ist ein Geächteter geworden. Sehr schön. Freut mich immer zu sehen. Los, Ordo. Ja, Ordo hat noch einen getötet. So gefällt mir das. Und du darfst gleich den nächsten schweren Infanteristen angreifen. Der zwar nicht tot ist, aber 3-mal Schaden gefressen hat. Und ihr dürft ausrücken. Na, du kannst auch noch einen angreifen. Den Stahlkoloss hier, den Vinois. Ja, 3-mal Schaden. Sehr schön. Im Moment sind unsere Banditen ja in absoluter Topform. Weil im Moment ist ja Tag. Am Tag sind sie ja schwächer. Gefällt mir. Ausbilden tue ich jetzt im Moment erstmal nicht. Aber er bildet aus. Ja, klar. Aber wie gesagt, seine Patrouille ist ziemlich erledigt. Da sind jetzt noch 2 Männer da. Die Patrouille ist ziemlich erledigt. Da sind nur noch 2 Männer. So, Harper, du nimmst das nächste Dorf ein. Macht dir die Spaß gerade. Das ist der letzte Schreckenskrieger hier. Und der wird gleich sterben. Und dann ist nur noch der Linois übrig. Ja, da ist er tot. So, Linois, deine Patrouille ist vernichtet. Was tust du jetzt? Also außer dir dauernd Schaden lassen. Ja, der wird die Runde nicht überleben. Der wird die Runde nicht überleben. Der hat nur noch 14 Leben. Jetzt hat er, glaube ich, noch... Jetzt hat er noch 6 Leben. Ah, doch, er überlebt die Runde sogar. Weil ich kann ihn nicht mehr angreifen. Aber der ist in der nächsten Runde ist der erledigt. Ihr könnt schon mal hier rausgehen. Ja, bald das hat er beim letzten Part gesagt. Leise zuschlagen, ohne Gnade zuschlagen, schnell zuschlagen. Und das machen wir hier wunderbar. So, unser Feind rückt aus, nimmt die ersten Dörfer für sich ein. Ich denke mal, der Leibgard ist der Kommandierende, ne? Muss ich gerne mal schauen. Der Linus hat nicht angegriffen. Ich glaube, der hat aufgegeben. Schauen wir mal kurz. Spielübersicht. Ja, ja. Der Leibgard ist der Kommandant. Ja, wir machen den jetzt hier schnell fertig. Wer darf denn, am liebsten Ordo, aber Ordo kommt nicht hin. Dann macht's der Jingo. So, Linus ist erledigt. Und jetzt können wir uns um den anderen Feind kümmern. Ne, der ist jetzt draußen. Genau, der ist jetzt draußen. Jetzt können wir uns um den Feind hier kümmern. Was hat er denn? Ein Schwertkämpfer, 3 Bogenschützen. Okay, 2 Schwertkämpfer. Hier ist ein 4. Bogenschütze und...
3 Kavalleristen und einen roten Magier. Oh, die Magier könnten ein Problem werden. So, ihr dürft jetzt erstmal hier vorrücken. Das ganze Dorf hier einnehmen im nächsten Zug. Baldras bleibt. Ziehen wir gleich mal dem anderen Feind entgegen. Ja, die Patrouille war jetzt kein Problem. Das Ziel ist ja, alle zu töten. Deswegen... Warum sollten wir jetzt noch zögern? Ich dachte, die Patrouille wäre schwerer, weil das alles schwere Infanteristen waren. Aber die waren jetzt absolut kein Thema. Ich glaube, jetzt geht es darum, dass wir möglichst schnell die ganzen Dörfer einnehmen und den halt zurücktreiben. Hier haben wir jetzt schon einige Dankarper. Aber die nehmen halt auch fleißig ein hier. Wir werden wohl bald gegen die kämpfen. Aber wie gesagt, eure Patrouille konntet ihr nicht retten. Da könnt ihr jetzt noch so angreifen. Wir haben plus 0 übrigens. Jetzt haben wir plus 2. Harper nimmt das nächste... Obwohl, das ist halt zu ihm sehr nah. Ja, egal. Harper nimmt das nächste Dorf ein. Und wir berufen einen wieder ein. Da nehme ich jetzt hier den Strolch, den Elyn. Ach, wir brauchen mindestens 20 Gold. Wir haben ja minus Gold. Ja, okay, dann können wir nichts einberufen. Habe ich gerade nicht gesehen. So, ja, du gehst in das Dorf hier. Ich glaube nur, da sind die schneller. Müssen wir schauen. Du kannst das auf jeden Fall einnehmen. Das ist auf jeden Fall meins. Du gehst mal hier vor. Ich will ihn ja auch zum Dorf schicken, aber ich glaube, da sind die schneller. Mal sehen, wie ihr mit dem Lumpenpack klarkommt, wie ihr uns liebevoll genannt habt. Sowas nehme ich sehr persönlich. Nur, dass ihr das wisst. Bin ich nicht zufrieden über solche Aussagen. Ja, bisher haben wir nur einen verloren. War halt leider ein Fallensteller. Was schade ist. Ja, gerade das erste Mal an. Ich dachte mir schon. Haltet aus, tapfere Banditen. Wir sind gerade in der Nacht. Wir haben gerade den Buff. Und sie haben eine Schwächung. Der Geächtete wird wahrscheinlich gleich sterben. Ja, das dachte ich mir. Da haben sie das Dorf halt genommen, da haben sie das andere eingenommen. Das dachte ich mir schon. Aber das eine haben wir früher gekriegt als er. Das ist halt jetzt hier ein Stellungskrieg. Harper hat hier oben eins eingenommen, du darfst gleich zum nächsten gehen. So, ihr wollt es mit meinen Banditen aufnehmen. Das wollen wir doch mal sehen. Du greifst den Kavalleristen an mit der Schleuder. Weiter kann er sich nicht wehren. Du greifst auch... Ja, du müsstest dich zurückziehen. Das kannst du aber nicht. Du greifst also auch einen Kavalleristen mit der Schleuder an. Kann dem denn irgendwer helfen? Du könntest ihm helfen, Schleuder. Na, der Kavallerist lebt leider noch. Du kannst ihn auch mit dem Bogen angreifen. Tja, die Kavalleristen kriegen gerade ordentlich eingezimmert. Oh, du rückst nur vor. Du darfst den Kavalleristen hier loswerden. Der stört mich. Ja, leider nur ein Angriff, das ist zu wenig. Du bist geheilt, ne? Nein, du bist noch nicht ganz geheilt. Das heißt, du bleibst noch die eine Runde. Ausbilden können wir nicht, wir haben 0 Gold, aber wir haben kein Minusgold mehr, das ist schön. Ja, wir müssen ja erstmal klarkommen mit denen, die wir haben. Der eine hat jetzt seine ganzen Wunden geheilt wieder. Aber er hat sein Dorf verlassen, Vollidiot. Das war ziemlich dämlich. Da ist unser Gächter gestorben, da ist unser Wilddieb gestorben. Und da greift sein roter Magier an. Kriegt aber auch den ersten Schaden. Ja, die sind halt ziemlich stark jetzt, das wissen wir schon. Und leider ist... Naja, eine Runde haben wir noch Nacht. Kommt schon, Jungs, macht die fertig. Aber dass der das Dorf verlassen hat, war dumm. Der hat uns das Dorf quasi geschenkt. Das werde ich mir auch gleich angeln. Harper ist ein Dorf weiter, kann gleich ins nächste gehen. Und du gehst gleich hier rein. Das war quasi geschenkt. Das war richtig dämlich. Ja, du bist fertig. Du darfst hier gleich angreifen. Du bist fertig mit dem Heilen. Schleuder. Ach, kein Treffer. Das
haben wir hier eine rote Magierin. Dass er halt Magier hat, du. Du darfst den erledigen. Wieso nur ein Treffer? Das ist doch zu wenig. Ich würde halt mit denen gern zurück, kann ich aber nicht. Das ist schlecht. Aber du hast noch einen getötet und du kannst hier einen anderen töten. Sehr schön. Im Moment sieht es, glaube ich, gar nicht so beschissen aus. So, Ordo, du darfst den Kavalleristen ja angreifen. Ja, 2 von 4 Angriffen. Du darfst den Kavalleristen auch gleich angreifen. Mit der Schleuder. Leider nur ein Angriff getroffen. Das ist zu wenig. Okay, wir haben 9 Gold und plus 12, aber von 9 Gold kriegen wir nichts. Das ist natürlich schlecht. Okay, sonst müssen wir leider seinen Zug abwarten. Wie sieht es denn aus, gerade bei den Einheiten? Ach, der hat eine Einheit mehr als wir. Das ist schlecht. Wir haben nur 9. Jetzt haben wir noch 8. Wie kannst du zwang, unsere Dorfwache anzugreifen? Er lebt noch. Aber jetzt ist er tot. Der nimmt uns hier gerade auseinander, der Bescheidene. Da war die Patrouille irgendwie lustiger. Jetzt gerade habe ich gar nicht mehr so einen Spaß. Weil der ist ein schwerer Gegner. Und im nächsten Zug ist es Tag. Das bedeutet, wir sind schwächer und die sind stärker. Hört mir auch nicht. Ich meine, wir haben hier sehr viele Dörfer. So ist es nicht. Ich würde mir ja gerne dieses Dorf hier unten wiederholen, aber ich glaube, das kann ich nicht. Mhm. Aber du kannst den hier angreifen. Und hoffentlich töten. Jo. Und du kannst den Magier hier angreifen. Und zwar im Nahkampf. Ich mag keine feindlichen Magier. Ja, leider nur 2 Treffer. Ordo, du kannst auch einen töten. Du tötest hier vielleicht einen anderen Magier. Ja, wunderbar. Good job. Ja, und du, mein Freund, du wirst wahrscheinlich sterben. Du tötest hier den Kavalleristen, bitte. Nur ein Treffer. Warum? Der hätte sterben müssen. Baldras bleibt. Du musst das Dorf halten. Ja, wir haben 21 Gold. Das heißt, wir bilden was aus. Ich würde sagen, einen Wegelagerer. Ich hätte gern geächtet, aber dafür haben wir nicht genug Gold gehabt. Und Harper, du ziehst hier vor. Müssen wir ein bisschen die Dörfer klauen. Ja, da ist er tot. Schade. Und der Bogenschütze stirbt wahrscheinlich jetzt in diesem Zug. Ja. Er hätte halt den einen Reiter töten müssen. Und die greifen Ordo an. Finde ich gar nicht schön. Wehe, wenn ihr Ordo tötet. Ordo ist mein Held. Ordo darf nicht sterben. Ordo ziehe ich jetzt mal in dieses Dorf hier. Ordo muss überleben. Und du greifst ihn hier an, weil das Dorf gehört noch uns, deswegen Schleuder. Kriegt da zumindest Schaden. Und du kannst bitte hier den Kavalleristen töten. Sehr schön. Und du rückst hier gleich vor. Wir bilden auch gleich einen neuen aus. Wir können uns Geächtete im Moment nicht leisten. Okay, ansonsten, ja, ansonsten müssen wir im Moment abwarten. Wir haben halt im Moment leider weniger Männer. Das ist ziemlich schlecht. Aber er hat nichts ausgebildet. Boah, lasst Ordo in Ruhe. Ihr Feiglinge. Nein, Ordo ist gestorben. Wie könnt ihr es wagen? Ordo ist gestorben. Boah, ich könnte kotzen. Ja, weil Ordo sich halt im Fernkampf nicht wehren konnte. Meine Fresse, die machen uns hier gerade fertig. Das ist echt nervig. So, Harper hat ein weiteres Dorf eingenommen. Darf gleich dann hier hochgehen zum nächsten. Mach diese Wichser fertig. Wie könnt ihr es wagen, meinen Ordo zu töten?
Bastarde. Dafür bezahlt ihr. Otto war unser bester Mann. Und ist gerade einfach gestorben, weil er sich an dem Verkauf nicht wehren konnte. Kriegst du wieder das Kotzen hier? Wie viel Zeit haben wir denn noch? Wir haben noch 3 Minuten. Einen Zug können wir noch machen. Ja, leider, ich hätte vielleicht ins Dorf gehen sollen. Wahrscheinlich stirbt er jetzt. Ja, die Männer von dem sind halt sehr, sehr gut. Ja, da ist er gestorben. Hoffentlich killst du den Magier. Wieso nicht? Wieso kann nichts funktionieren? Und noch einer tot. Boah, ich krieg gerade das Kotzen hier. So, Harper hat ein neues Dorf eingenommen. Darf gleich damit weitermachen. Die Dörfer hätte ich gerne alle. Oh, jetzt sieht's ganz schlecht aus. Wir haben nur noch 2 Mann. Okay, gleich 3 Mann, weil wir können noch einen ausbilden. Noch ein Wegelagerer. Jetzt sieht's ganz, ganz schlecht aus. Hey, wie viel hat er denn? 2, 4. Ich meine, der ist fast tot. Sein Magier ist fast tot. Mit Harper nehmen wir halt im Moment ganz fleißig Dörfer ein. Das ist gut. Was die Ressourcen angeht, haben wir eindeutig mehr, aber der hat unsere schöne Streitmacht auseinandergenommen. Ich speichere jetzt hier unter Test. Ja, gerade dass wir Otto verloren haben, regt mich jetzt richtig auf. Weil wir müssen jetzt gleich aufhören, 2 Minuten. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, mit der normalen heutigen Folge können wir die zurücktreiben. Ich meine, das Gute ist, dass wir die Patrouille war easy. Die sind ganz leicht gestorben, aber die Männer von dem haben uns ziemlich die Einheiten gekillt. Wie gesagt, dass Ordo gestorben ist, nervt mich am meisten, aber es sind viele gestorben. Wir haben jetzt nur noch 3 Mann. Mit Baldaus und Harper haben sie 5 Mann, aber ich würde die halt ungern in den Kampf schicken, weil die dürfen halt nicht sterben. Wir müssen einfach mal beim nächsten Mal gucken, ob wir dann das nochmal umdrehen können, was ich hoffe. Und ja, wir sehen uns wie gesagt dann heute wieder zu den normalen Folgen. Ich werde jetzt erstmal die 3 Folgen hochladen. Bis dahin, Freunde, gehabt euch wohl.